herzlich willkommen zurück zu Mario Kart Double Dash. Heute fangen wir an mit dem Spielmodus. Der Spielmodus ist eigentlich genauso wie der 150er, nur dass alles gespielt ist. Die Computer sind noch bockschwer. Und die Karten sind auch schnell. Apropos schnell, wir gehen heute Full Heavy und Full Speed mit dem Bowserwagen. Die schnellste Karte im Spiel ist auch die schwerste und natürlich am schwersten zu steuern. Und wenn man von Item getroffen wird, dann bist du direkt letzter, weil es gar nicht beschleunigen kann. Wir fangen an mit dem Pilz, gab alles normal, jetzt gespiegelt. Das Schöne daran ist, dass die Schriften jetzt auch gespiegelt sind. Das ist so ein nettes Detail von Nintendo. Und ich finde, wenn man jetzt Full Speed geht beim Pilz Cup, macht man nichts falsch. Weil es alles so High-Speed-Strecken sind, oder? Jetzt mal ganz ohne Witz. Es sind High-Speed-Strecken. Und daher soll das eigentlich jetzt ganz fit gehen. Hier. Katzen einfach wegrammen können. Ah, Hans Dampf, Hans, alles weg. Ey, ich bekomme Stern auf dem vierten Platz. Da hat wohl aber einer Mitleid, was? Mario Kart Götter Mitleid. Nur irgendwie nichts gebracht. Und ich habe das schnellste Kart vom Mulchdien. Nein, sag mal. Ja, jetzt langsam, aber sicher. Ich muss die halt respektieren. Die haben Items. Letzten Endes wäre ich von jemandem getroffen, der hinter mir ist. Super. Ist doch nice, weil einmal von Item getroffen, ihr seht's. Zwei Plätze hinten. Ne. Das ist halt die Schwäche des Karts. An sich ist das mega gut, aber. Ne. Darfst halt nicht vor einem Item getroffen werden. Dann kannst du bitter weinen gehen. Ja, die Riesenbanane ist nur gut auf dem ersten Platz. Ich hasse das Item dafür. Ich mag das Item überhaupt nicht, wenn man ein Zweiter ist. Das hilft einem halt nicht. Wo ist mein roter Panzer? Der ist einfach weg! Der ist einfach weg! Ach komm, Mann, das ist so Schwachsinn, Alter. Der rote Panzer ist einfach weg. Der ist einfach weg. Wo ist der? Wo sollte den da oben angreifen? Bullshit. Wahrscheinlich rast er jetzt in der Banane, ne? Was fährt der denn für Wege, der rote Panzer? Ach komm, ey. Es fuckt nur noch ab. Mein Ziel ist der zweite Platz. Mein Ziel ist der zweite Platz und den bekomme ich jetzt. Mich überholt auf jeden Fall jetzt keiner mehr. Auch kein Daisy. Das hat nicht gezählt. Also auf Foto-Finish gucken, Daisy. So. Ach, Yoshi natürlich wieder der Arsch. Natürlich. Wenn ich mir nicht Erster wäre, ist immer Yoshi Erster. Ne, in den Let's Play geht's eigentlich. Gut, Peach Beach. Da können wir auch ordentlich viel rausholen mit der Karre. Weil es irgendwie als Placebo ist, kommt mir das so vor. Wer sie eben gesehen, ich konnte nicht mal diesen langsamen Yoshi-Wagen da einholen. Oh, ich habe Turbo-Start, das erste Mal. In dem Moment gedrückt, wo es grün wurde. So geht das also. Interessant. In dem Moment. So, jetzt mache ich was ganz Gewagtes. Aus dem Weg da! Kann die Katakwachs nicht einfach mit Bowser-Panzer. Ja, verscheuchen, sag ich jetzt mal. Einfach umstoßen. Mega geil. Das heißt, worauf die keine Rücksicht nehmen und kann dann die optimalen Wege fahren. Wenn das nicht geil ist, dann weiß ich nicht. Zack. Boom. Ah. Tschüss, Daisy. I am Daisy. Die hängt mir schon wieder am Arsch. Obwohl ich dieses High-Speed Supercard habe. Das darf eigentlich nicht sein. Ich verstehe es halt nicht, warum das so ist. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Leute, könnt ihr mir jetzt erklären, es ist wie Mario Kart 64? Die ruckzuck wieder an deinen Arsch hängen. Die Computergegner zu supporten, weil die sonst so schlecht sind. Ich weiß es nicht. Mann. Das kommt mir auf jeden Fall nicht fair vor. Definitiv nicht. Guck mal, wie ich schnell die aufhole. Und ich habe das schnellste Kart im Spiel. Das ist so gemein. Das Schöne an dem Blitz ist, auch wenn er mich natürlich jetzt nervt, dass die Katakwachs auch umfallen. Das ist das Schöne daran gewesen.
wir haben hier das Speed. Doch eigentlich dürfen wir jetzt nicht verlieren, weil es ist eine gerade Fläche hier. Ah, okay. Das ist meine Schuld. Ah! Der Bowser-Panzer hat aber noch einen neuen. Es ist nicht einfach zu steuern, das Kart. Lacht nicht. Übrigens 6 Räder. Ja. Sehr gut. Michael Schumacher hat einen Platz verloren. Yoshi ist Michael Schumacher. Guckt euch seinen Blick an im Spiel. Und Baby Park wird jetzt richtig geil mit der Karre. Der Baby Park geht wirklich nur auf Highspeed. Und das haben wir mit dem Wagen. Und wir haben noch den Bowser-Panzer. Also besser geht's ja wohl nicht. Donkey und Bowser auf Baby Park ist tatsächlich das beste Team. Meiner Meinung nach. Und erstmal ist das noch die Riesenbanane. Sonst kannst du halt richtig Stress machen. Mit Hilfe des Bowser-Panzers. Und let's go! Oh, was? Die Achterbahn hat die zerstört? Interessant. Die Achterbahn, Alter. Aber der hat schon gut aufgeräumt. Kann man sagen, was man will. Bowser-Panzer hat auf jeden Fall was gerissen. Ach komm, ey. Direkt dahinter platziert. Dass die Bots so schlau sind in dem Spiel, das ist schon echt witzlos. Die Key in dem Spiel ist so gut wie in keinem anderen Mario Kart. Kommt mir so vor. Ey. Ohne Witz. Ah, geil. Mit Bowser letzten Platz gefühlt. Obwohl er der beste Char hier ist. Im Baby Park. Gut. Schafft auch nicht jeder, I guess. Ach komm, geh aus dem Weg. Oh Gott. Die Items. Nur 3 Runden. Nicht gut. Naja, meinetwegen 2. Reicht mir aus. Oh, ich dachte. Ach komm, ich dachte. Kann ich bitte 2. Platz werden? Mann, wie kann man im Babypark nicht der erste mit Bowser machen, ey? Das ist peinlich. Mach ich nicht mal den 2. Doch. Oh mein Gott! Diese Items. Die mich wieder so massakriert haben. Gerade mit dem Kart ist es halt uncool. Das ist jetzt ja richtig spannend. Also die staubtrockene Wüste entscheidet jetzt alles. Muss der erste Platz machen. Im Spielmodus ist es auch so, dass es immer einen Rivalen gibt. Und das ist in dem Fall hier Bowser Jr. und Daisy. Und die werden immer Erster. Wenn ich nicht Erster werde. Was im 150er nicht so war. Yes! Turbo-Start. So muss es aussehen. Jetzt weiß ich, wie es geht, Leute. Jetzt kriege ich die auch mal öfter hin. Ich muss halt nur wissen. Sind jeden Mario Kart unterschiedlich. Am einfachsten ist es im Arcade. Wunderbar. Oh, der Bowser-Panzer. Let's go. Let's fucking go. I am Daisy. Ja, wo ist denn Daisy? Hier. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Na, ist egal. Hauptsache kein Fehler, Mann. Dann kriege ich halt die Items nicht. Ich brauche keine Items zu gewinnen. Ich habe das schnellste Kart im Spiel. Ja, ich brauche keine Items. Scheiß drauf. Ich stelle mir einfach vor, ich hätte grüne Panzer bekommen. Die sind eh nichts wert. Eigentlich. Und ich habe einen grünen Panzer bekommen. Der rote hat mich jetzt zum Glück nicht mehr erwischt. Mich erwischt, aber ich war halt noch im Hitz dann. Erzähl das halt nicht. Einfach weggerammt. Den Müllhaufen hier. Na, I am Daisy voll ins Item gefahren. Was? Ist jetzt Ritter sogar? Krass. Sehr gut. Läuft bei mir. Ich glaube, ich sollte die Hügel mit dem Kart nicht benutzen.
auch abgeprallt, der Rotpanzer, an meinen grünen Panzer. Super. Aber Bowser Jr. holt natürlich schon wieder auf. Ist klar. Ist fucking klar. Ja, natürlich. Natürlich. Aber sicher doch. Und ich bekomme nur einen grünen. Und natürlich. Sicher, sicher. Naja, zweiter Platz muss ich nur werden. Einen locker ersten gemacht, aber. Ja. Mario Kart halt. Blauer Panzer plus anderer Stuff. Wer mich da getroffen hat. Ah, der Bowser-Panzer hat leider jetzt nicht getroffen. Hätte der getroffen, hätte ich es wahrscheinlich geschafft. Oh! 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 Nein, die sind wieder Zweiter, aber ist ja egal, ich bin der Erste. Oh mein Gott, dieser blaue Panzer, der mich so massakriert hat, hat mir aber auch dann wieder gleichzeitig den Arsch gerettet. Das nehme ich als Entschuldigung an, lieber blaue Panzer, wir sind wieder Best Friends. Ja, erster Platz. Spiegel, Pilzcup. Ist nur Pilzcup, aber immerhin. Super. Einfach nur Spitze. Ja, also für Pilzcup finde ich den Wagen eigentlich ganz gut. Weil diese heftige Endgeschwindigkeit hat. Selbst bei Sieger-Ero ist jetzt alles gespiegelt. Seht ihr das? Selbst hier ist alles gespiegelt. Ja, der Humor ist gut, ne? Okidoki, damit haben wir den Pilzcup ein für alle Mal abgeschlossen in Mario Kart Double Dash. Und im nächsten Part gibt es den Blumencup im Spiegelmoos. Nicht verpassen, Leute. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.